Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute aus gegebenen Anlass werden wir über die neueste Erscheinung sprechen, was wir innerhalb des LCCs wieder auf den Markt gebracht haben. Denn nach langer Ankündigung ist es nun endlich da und es ist uns gelungen, unser neues Buch auf den Markt zu präsentieren, das unglaubliche Buch. Ja, dieses unglaubliche Buch, glaube ich, ist etwas ganz, ganz Besonderes, was es bisher in dieser Art noch nie gegeben hat. Denn dieses Buch besteht aus Tatsachenberichten von Menschen, die in den letzten Jahren unsere Schule frequentiert haben, also begleitet haben und unglaubliche Dinge erleben durften. Es sind aber nicht nur Berichte, so anonym geschrieben, sondern immer mit Namen und dementsprechend auch mit Bild von dem, der es erlebt hat. Dieses Buch habe ich zusammen mit meiner Frau geschrieben und ein ganz wichtiger Bereich dort drinnen ist die Abteilung der Life Reframer, sprich die Arbeit von meiner Frau. Und dort, wenn Sie das Buch oder wenn ihr das Buch lest, werdet ihr feststellen, dort sind also Dinge passiert, die grenzen eigentlich an Wunder. Deswegen glaube ich, ist es sehr, sehr gut, dass wir Sie heute mal hier haben, die Autorin, die Mitautorin vom unglaublichen Buch, denn sie kann uns bestimmt ein bisschen was zu diesen Techniken erklären. Liebe Sabine, schön, dass du da bist, Schatzi. Ja, schön, dass du da bist. Schatzi, steht da so viel drinnen zum Thema Life Reframer. Ich war bei einem Therapiezentrum, ich war bei einem Life Reframer. Danach ging es mir so gut, dann sind die oder jene Symptome verschwunden. Was tut denn ihr da eigentlich genau? Ich glaube, das möchte mal der Zuschauer gerne hören. Ja, wir tun Menschen therapeutisch begleiten. Und ja, was möchten Sie genau wissen, was wir was tun? Was heißt denn therapeutisch begleiten? Ja, wir helfen Menschen durch ein Coach-Gespräch, gewisse Ansätze wieder neu zu sehen, also gewisse, sagen wir mal so, einen Fokus wieder zu verändern. Mhm. Der manche hat einfach so mal seine Glaubenssätze oder seine Traumen oder seine Sichtweisen. Und diese Sichtweisen, Traumen, Glaubenssätze, wie auch immer, triggern im Körper. Mhm. Und ich helfe, und auch die Life Reframer, die ich ausgebildet habe, wir helfen durch ein therapeutisches Begleiten die Menschen wieder auf eine Spur. Okay, das heißt also, wenn die diese Sichtweise verändern, wenn die diese Glaubenssätze oder Traumen austauschen, dann heben sich gewisse körperliche oder geistige Symptome wieder auf? Absolut. Vorausgesetzt, sie sind jetzt nicht hormonell bedingt, wie zum Beispiel Schilddrüseprobleme und so weiter und so fort. Wenn es ganz normale Geschichten sind, sagen die, wo einfach, was heißt normal, sondern wo einfach triggern, weil es einfach die Psyche wegen überfordert hat, dann können wir helfen. Also kann man sagen, eine Einwirkung in psychosomatische Krankheiten. Eigentlich ist ja alles psychosomatisch, kann man sagen. Ne? Weil ein Leiden vom Körper beeinflusst ja die Psyche und die Psyche beeinflusst ja sowieso den Körper. Eigentlich kann man sagen, so gesehen, ja. Sagen, ja? Ja. Okay. Und darauf kommen also diese unglaublichen Geschichten in diesem Buch zustande. Da ist interessant ist, steht ja immer dort und die Frage wurde mir jetzt in letzter Zeit oftmals gestellt von Lesern, da kommt diese Bezeichnung UBR immer vor. Ich war bei Sabine Schober und wir haben das UBR gemacht. Was ist denn das genau? Also UBR ist das Unterbewusstseins-Reframing. Mhm. Das heißt also, wir gehen über die nicht förderlichen Glaubenssätze vor. So, jetzt wird jeder sagen, was sind nicht förderliche Glaubenssätze? Ganz einfach, nicht förderliche Glaubenssätze entstehen teilweise aus Beredungen, aus Überlieferungen von Oma, Opa, auch von Lehrern, also von Freunden. Also so nach dem Motto, aus dir wird nie was, genau. Oder du kriegst nie einen Freund, sowas genau. Meinst du jetzt, oder Schuster bleibt einen leisten, ja, ja, oder ja. Geld ist schmutzig, aha, oder was weiß ich. Und diese nicht förderlichen Glaubenssätze sind unbewusst in uns, das kriegen wir gar nicht mit. Jetzt könnte der eine sagen, ja, ich habe die nicht, ja, du weißt es ja nicht. Deswegen, ich bekomme es raus und auch die Life Reframer, die ich ausgebildet habe, die bekommen das raus und wir haben dann eine Technik, wo wir das entkoppeln, diese Glaubenssätze, das ist wissenschaftlich erwiesen worden und wir können sie dann neu wieder reinklopfen. Also ihr tut praktisch die Festplatte vom Unterbewusstsein neu konfigurieren, kann man sagen, wenn, ja, löschen und wieder förderlich, genau, aufsetzen. Okay, genau. Und somit wären wir wieder bei meinem Thema, wo ich ja immer sage, das Unterbewusstsein ist und zwischen 0,2 bis 2 Sekunden schneller wie mein Bewusstsein und somit kann man sagen, ihr seid so der Unterbewusstseinsdoktor, der hier unten das löscht, also herausfindet, löscht, neu konfiguriert und somit wird förderlich
gehandelt förderlich geht man eigentlich ins Leben. Genau. Und wie du schon gesagt hast, das Unterbewusstsein ist ja schneller, aber das Bewusstsein ist stärker. Also wenn ich mein Bewusstsein wieder auf neue Glaubenssätze ausrufe, dann kann ich ganz anders wieder leben und somit bewusster leben und somit passe ich ja auf, was der Nächste mir vielleicht in meinen Kopf wieder reinpflanzt und sagt, nee, diesmal nicht, ich habe meine eigenen Glaubenssätze und alles gut. Okay, super, danke. Das glaube ich war schon mal sehr wichtig für die Leser, für die Zuhörer, für die Zuschauer. Eine wichtige Frage noch: Ihr macht ja nicht nur UBR. Ihr habt ja, glaube ich, oder du hast ja, glaube ich, 6 verschiedene Stufen aufgebaut. Ich glaube, du hast mir auch gesagt, du wirst in den nächsten Videos immer wieder einen Bereich, so eine Stufe wieder erklären. Genau. Aber jetzt eine Frage habe ich vielleicht noch abschließend. Für wen trifft denn das eigentlich zu? Ist das jetzt nur für psychisch angeschlagene Menschen oder für körperlich angeschlagene Menschen? Für oder jeden. Für einen Gesunden? Oder für wen trifft für das jeden. Zu? Für jeden. Auch einen Top-Manager, der sagt, du, mir fehlt eigentlich gar nichts. Also so einen hätte ich gerne mal da. Aber da würde ich mal schnell mal seine Glaubenssätze mal schnell rausholen. Okay. Und ich finde jeden Glaubenssatz. Natürlich nicht sofort, weil wir haben ja tausende von Glaubenssätze. Viele sind schon förderlich. Es ist ja nicht so, dass man nur nicht förderliche haben. Aber es sind einige dabei, die tun uns nicht gut. Und auch bei einem Top-Manager und auch bei einem psychisch Kranken, der oft so traumatisiert worden ist oder so beredet worden ist und alles immer so ernst nimmt, dass alles, was der Mensch sagt, sofort zu seiner Wahrheit macht und damit entstehen Glaubenssätze, die einfach nicht gut sind. Also es ist wirklich für jeden, auch für Kinder. Man kann jeden therapieren. Okay, jetzt werden aber bestimmt viele Leute noch die Frage haben, wie geht jetzt das weiter? Weil du bringst jetzt diese verschiedenen Videos zu den einzelnen Stufen heraus. Aber bis dahin sollen sich die einfach bei dir melden, oder wie? Ja, die können halt erst mal das Buch lesen, damit sie mal sehen, was wir alles geleistet haben. Und dass das auch wirklich der Wahrheit entspricht. Und sie können sich bei mir melden und die Telefonnummer, glaube ich, ist im Buch drin. Und wird eingeblendet. Und wird auch dann eingeblendet, ja, genau. Super, Schatz, ich glaube, du hast unseren Hörern ziemlich weitergeholfen. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Spannung aufgebaut aufs Buch und vielleicht auf diese Technik. Und damit man sich selber so entwickelt, damit man wirklich vielleicht auch im nächsten Buch sein eigenes Wunder dazu beibringt.